Das ist Winter. Das hat es heute Nacht neu gegeben. Das war gestern noch nicht da. Der Schnee. Hallo liebe Videofreunde, wir sind jetzt endlich angekommen am Fellhorn, am Skipass oder am Skilift besser gesagt, nicht Skipass. Und Michael hat sich jetzt bereit gemacht und startklar gemacht und ist jetzt hochgefahren bzw. fährt jetzt gerade hoch. Ich genieße hier die Landschaft ein bisschen und werde jetzt mit Hunni ein bisschen spazieren gehen. Ja, wir haben gestern Abend einen richtigen Schreck in der Abendstunde gehabt, weil meine Mutter ist gestürzt. Ich habe die Nachricht vom Heim gestern bekommen, einen Anruf. Ich war gestern Nachmittag sehr schön spazieren gewesen und komme zurück vom Spaziergang, vom Winterspaziergang. Dann hatte ich die Nachricht auf dem Handy, dass die Mutti gestürzt ist und in die Notaufnahme musste. Und ja, da war der Abend natürlich irgendwie gelaufen, ganz klar. Und ich habe dann bis Abend 20 Uhr gewartet auf einen Anruf. Gott sei Dank habe ich jemanden, der auf die Mutti aufpasst, beziehungsweise nicht aufpasst, sondern so eine Betreuerin, die also jeden Tag hingeht und mich jetzt in dieser Zeit halt eben unterstützt. Auch in der Zeit, wenn ich zu Hause bin, geht sie zweimal in der Woche zur Mutti. Und Gott sei Dank ist mitgefahren ins Krankenhaus und war dabei, weil meine Mutter schon seit 2 Jahren nicht mehr sprechen kann und sich gar nicht äußern kann und sagen kann, was ihr weh tut. Oder ja, da ist halt immer eine Begleitperson halt total wichtig. Mein Bruder wohnt in Berlin, der konnte nicht so schnell kommen. Und es ist eigentlich am ersten Urlaubstag. Also das ist ja immer das, wovor ich wirklich Angst habe, dass mit meiner Mutter in der Zeit was passiert. Aber wir haben es gut geregelt gekriegt. Ihr ist glücklicherweise nichts groß passiert. Hat die Nacht gut verbracht, durfte auch wieder ins Heim zurück. Und ja, und jetzt waren wir heute früh mal aufgewacht und haben einen also wahnsinnigen Schnee gehabt bei uns auf dem Campingplatz. Aber total mega cool und schön. Und wir haben erstmal das Auto ein bisschen befreien müssen, auch ringsherum, damit wir überhaupt richtig aussteigen konnten. Und das hat ein bisschen Arbeit gemacht, deswegen sind wir heute wieder sehr spät. Es ist jetzt schon 13 Uhr. Michael fängt also jetzt erst an mit dem Skifahren, aber ich glaube, für den ersten Tag reicht das auch. Und ja, dann war noch die Straße hier gesperrt. Hier war Sprengung. Wir mussten dann eine Viertelstunde warten, bis wir weiterfahren konnten. Und deswegen alles heute etwas verspätet. Aber wir haben, wie ihr seht, mega geniales Wetter. Es ist so schön und traumhaft hier. Also ganz, ganz toll. Ja, und jetzt gehe ich mal mit Hundi ein bisschen spazieren und versuche mal auch etwas anzukommen und mal ein bisschen, ja, wirklich ankommen, weil gestern, das war dann so ein Stress und auch innerlich Stress, dass ich jetzt erstmal versuchen muss, irgendwie, ja, im Urlaub halt einfach mal anzukommen. Das werde ich jetzt mal probieren. Also, bis später, ihr Lieben. Tschüss!